Echt, sind wir schon drauf oder was? Nicht zu spät? Da passt ja. Denn heute ist Tag, der zu spät kommt. Ja, Sonntag haben wir. Ja? Mein Problem liegt eigentlich in einer anderen Richtung. Gehört aber hier nicht hin. Nee, aber ich kam wirklich mal zu früh, bin nach Hause gekommen und habe meine Frau mit jemand anders erwischt. Ja, und ich sage ihr, was geht dir vor? Und der Typ, deine Uhr. War nicht schlecht eigentlich von ihm. Ne? Und meine Frau, ich kann dir alles erklären. Ich sage, dann erklär mal abseits. Da habe ich sie gekriegt. Ja, aber ein Kollege von mir hat wirklich auch seine Frau mal zu Hause erwischt. Und sie sagte so, Schatz, das ist nicht so, wie es aussieht. Sagt er, wie, du hast nicht gerade mit dem Keller gepoppt? Nee, dann ist das so, wie es aussieht. Ne? Jetzt hatten die ein Schrankbett, hat die hochgenommen, obi-mäßig verkeilt. Ist in eine Kneipe rein, weil er sich nur einballern wollte. Kam nach Hause, ne, weil die hatten keine Luft mehr gekriegt, haben sie die Tür eingetreten, die Nachbarn, und haben die befreit. Also die Nachbarn erstmal wegen Einbruch angezeigt. Ne? So kann man es auch machen. Aber es gibt natürlich die Klassiker für zu spät kommen. Hier zum Beispiel von Otto Wagis. Schatz, hast du was gesagt? Nee, das war gestern. Ja, sowas liebe ich. Ne? Oder ein Skelett kommt zum Arzt und der Arzt sagt, sie hätten auch früher kommen können. Das sind für mich die Klassiker. Ich bin mal mit einem halben Hähnchen zum Tierarzt und habe gefragt, ob man da noch was machen kann. Konnte man nicht. Ne? Oder der Sohn sagt zu seinem Vater, Papa, weißt du, welcher Zug die größte Verspätung hat? Nö, weiß ich nicht. Die du mir vor 20 Jahren Weihnachten schenken wolltest. Ja, also, ne, es gibt genug. Der Sohn spielt zu Hause mit der Bahn, ne, und sagt, hier ist Schweinfurt, nächster Halt Schweinfurt. Ja? Alle großen Schweine ein- und aussteigen vorne, alle kleinen Schweine ein- und aussteigen hinten. Und die Mutter so ein Hals, hier, so eine Sauerei will ich hier nicht hören. Du denkst mal eine halbe Stunde nach, was du gerade gesagt hast, und dann kommst du wieder zurück. Dann darfst du weiterspielen. Okay. Der Junge darf nach 30 Minuten weiterspielen und sagt, hier Schweinfurt, alles aussteigen, die großen Schweine vorne, die kleinen Schweine hinten. Und ein bisschen Beeilung, wegen dem Riesenschwein in der Küche haben wir schon 30 Minuten Verspätung. Ich mag sowas. Ne? Oder ein Kontrolleur, Sie haben ja eine Kinderfahrkarte, da können Sie mal sehen, wie lange ich auf den Zug gewartet habe. Ne? Also, oder Fritzchen kommt 10 Minuten zu spät, kommt er zur Schule und der Rektor sagt, steht schon im Flur und sagt, Fritzchen, 10 Minuten zu spät. Sagt Fritzchen, ja, ich auch. Ne? Also, ich wünsche euch einen schönen, warte mal, erstmal da Prösterchen drauf. Da sagt der Chef, warum kommen Sie zu spät? Sagt der Angestellte, Sie haben doch gesagt, sollen wir eine Zeitung zu Hause lesen. Und ich bin auch zu spät, ich hatte ja vor ein paar Tagen Geburtstag, an alle, die mir gratuliert haben, wo ich nicht direkt drauf reagiert habe, oder was, auch zu spät, ein riesen Dankeschön. Es war ein Riesenfest. Natürlich alles unter Corona-Regeln. Ne? Bleibt gesund.